Cook. I'm a mission specialist. I'm Jeremy Hansen. I'm a mission specialist. I'm Victor Glover. I'm the pilot. I'm Reed Wiseman. I'm the commander for the Artemis II mission to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist. Ja, kurzes, spontanes Video wieder aus dem Off. Sie ist endlich da und was für ein geiles Intro. Hat mich emotional komplett mitgenommen. Und ja, da ist sie, die Crew, die auf Artemis 2 fliegt, sprich die Nachfolger von Apollo 17 nach über 50 Jahren, 1972, werden das die ersten Menschen sein, die wieder zum Mond in den Deep Space fliegen. Das hat die NASA heute kurz nach 17 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben, haben das natürlich wieder spannend gemacht. Ja, schlimmer als DSDS. Und nein, ich gucke kein DSDS mehr. Ich habe das früher mal geguckt, aber ja, wie sagt Mo immer so schön, ich schweife ab. Bekannt gegeben wurde auch nur die, nur in Anführungsstrichen, die Crew, eine Backup-Crew wurde nicht benannt. Hat man jetzt bei Crew Dragon und so weiter auch nicht gemacht. Ist vielleicht auch ganz gut, vielleicht gerade, wenn man das so pompös aufzieht und dann, ja, und das ist übrigens die Backup-Crew, wäre vielleicht nicht so schön. Man hat auch nicht mehr so die Perspektive, wie es bei Apollo-Zeiten zum Beispiel war, dass man sagt, okay, die Backup-Crew wird dann 3 Flüge später zur Hauptcrew. Das ist heutzutage alles ein bisschen anders. Das heißt, im Hintergrund ist sicherlich klar, wer Backup ist oder welche Menschen die einzelnen Positionen vielleicht backuppen, aber das wurde jetzt hier nicht offiziell kommuniziert. Aber schauen wir mal ganz kurz auf die 4 Menschen, die dabei sind. Was von vornherein natürlich schon klar war, war, dass dort 3 Astronauten von der NASA, also von den USA, mitfliegen und einer von der CSA, also von der kanadischen Raumfahrtbehörde. Ja, die Besatzung setzt sich also wie folgt zusammen. Commander oder Kommandant ist Reed Wiseman, der Pilot oder Pilot ist Victor Glover. Jetzt spreche ich ihn mal richtig raus, ich habe sonst immer Glover gesagt. Mission Specialist 1 ist Christina Hammock Cook und Mission Specialist 2 ist Jeremy Hansen. Wenn ihr mehr zu Artemis 2 Mission wissen wollt, ich habe darüber ein ausführliches Video gemacht, wo ich auch schon über die Crew ein bisschen spekuliert habe und ich lag zu 75% richtig. Ich hatte allerdings anstatt Victor Glover hatte ich Stephanie Wilson. Ich dachte eigentlich, es gibt eine 50-50 Crew, also Boys und Girls sozusagen, ausgeglichen. Ist jetzt nicht der Fall, aber dennoch, die NASA wird sich schon dabei was gedacht haben und ich denke auch für Christina Cook. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen, ich kann auch weiter sagen, Christina Koch, könnt ihr mal sagen, jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist, geht das sicherlich auch in Ordnung. Schauen wir mal, was wir so für Crew-Konstellationen dann bei den zukünftigen Artemis-Missionen sehen werden. Ja, lasst uns ganz kurz nochmal ein bisschen auf die Crew schauen, also für die NASA, die 3 Crewmitglieder, für die ist es jeweils der 2. Flug ins All und Jeremy Hansen wird bei Artemis 2 seinen Jungfernflug machen. Am Wochenende werde ich auf jeden Fall nochmal ein ausführliches Video machen, denn auch nochmal ein bisschen verbunden mit der eigentlichen Artemis 2 Mission. Aber dennoch kurzer Blick auf den Kommandanten Reed Wiseman. Der war 2014 schon mal im All und zwar bei der Expedition 41 auf der ISS, zusammen übrigens mit Alexander Gerst. Der Pilot Victor Glover, für den ist es ebenfalls der 2. Raumflug und der ist vielen vielleicht noch bekannt. Und zwar ist er bei der SpaceX Crew 1 Mission, also der ersten regulären offiziellen Mission mit der Space Dragon Kapsel, ist er 2021 für die Expedition 64 zur Internationalen Raumstation geflogen. Ja, und mit der Missionsspezialistin Christina Koch ist sogar eine Rekordhalterin dabei. Und zwar war sie vom 14. März 2019 bis zum 6. Februar 2020 im All. Das sind 328 Tage. Damit hält sie den Rekord für den längsten Weltraumaufenthalt einer Frau jemals. Ja, und wie eben schon mal kurz erwähnt, fährt er in der Runde. Und auf seinem Jungfernflug wird dann Jeremy Hansen sein, wenn er mit Artemis 2 ins All fliegt.
Er ist ein Oberst der kanadischen Streitkräfte und ein ehemaliger Kampfpilot und wird sicherlich einen sehr, sehr guten Job machen auf seinem ersten Flug ins All, was natürlich für ihn als Kanadier nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert haben wird, denn er wird der allererste Kanadier sein, der überhaupt in den Deep Space bzw. zum Mond fliegen wird. Ja, und das war auch schon mal ganz kurz, ganz grob die Crew-Vorstellung. Wie gesagt, am Wochenende folgt auch nochmal ein Video ausführlich dazu. Da gehen wir nochmal auf die einzelnen Personen ein. Mein Top-Pick für Artemis 3, ich dachte wirklich, Victor Glover ist derjenige, der als Nachfolger von der Crew von Apollo 17 auch wieder Füße auf den Mond setzen wird. Aber da lag ich falsch. Wie gesagt, schauen wir mal, wer das dann sein wird in der Zukunft. So, ich bin heute auch nicht so in Form. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das aus dem Off. Manchmal hat man so Tage, da bekommt man nicht so einen richtigen Sprachfluss hin. Naja, bleibt auf jeden Fall dran. Schaut euch nochmal den letzten Teil vom Video an, den ich zum Anfang hatte. Und das ist auf jeden Fall sehr emotional. Und ich liebe die NASA für ihre bisschen manchmal überzogenen PR-Sachen. Aber naja, was soll's. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Bis bald. When I was young, I had a poster of the Earthrise picture, the famous picture that was taken on Apollo 8. And the fact that it was a human behind the lens that made that picture so profound and changed how we all thought of our own home was so amazing to me. The moon is not just a symbol of thinking about our place in the universe. It's not just a symbol of exploration. It's actually a beacon for science. It's a beacon for understanding where we came from. You know, pushing ourselves to explore is just core to who we are. It's a part of being a human. That's our nature. We go out there and we explore to learn about where we are, why we are, understanding the big questions about our place in the universe. The exploration we're doing is the first few steps on the path of getting humans to Mars. The Artemis campaign and missions have set such an ambitious goal for humanity that it's inspiring contributions from around the globe. Not just one nation is inspired and moved by this, but nations from around the globe are coming together. When I look at the Artemis II crew with Victor, Christina, and Jeremy, they want to go do this mission. They are keenly driven. They are humble to a fault. It is so cool to be around them. Artemis II is a huge mission, but I hope we will look back and realize that this was one tiny step in humans on Mars and a sustained presence on our moon. Four-stage engine start. Artemis II will be NASA's first crewed flight test of the Space Launch System rocket and Orion spacecraft around the moon. To verify today's capabilities for humans to explore deep space and pave the way for NASA's long-term human and scientific presence on the lunar surface. We are ready. We are going to the moon for all humanity. We are Artemis.